So, moin moin moin, hallo Mausfans und willkommen. Heute gibt es ein weiteres Testvideo, dieses Mal zu dem Spiel Pro Evolution Soccer 2009. Dass ich dieses Video mache, hat zwei Gründe. Ein Grund ist logischerweise, dass ich das Spiel einmal antesten möchte, und zwar mit Xbox-Controller. Ich suche mal kurz hier einen Zufallsgegner aus. So. Ne, machen wir so. Das lassen wir so. Den schraube ich mal so und den so. Und den Rest lasse ich. Aber es gibt noch einen zweiten Grund für dieses Video. Und zwar wurde ich getaggt von The Metro LP. Und zwar in Form eines, ja, es ist eigentlich ein Kettenbrief, mit dem man dann einfach 6 Fragen gestellt bekommt, die man dann beantworten muss. Ich möchte einmal ganz kurz noch nebenbei Werbung für The Metro LP machen. Schaut dort mal vorbei. Und ich werde es auch so machen, dass ich noch 3 weitere Kanäle taggen werde. Die sind dann in der Beschreibung dann unten drunter. Auch hier. Schaut mal vorbei. Machen gute Videos, denke ich. Sonst würde ich das nicht so in die Kanalbeschreibung packen. In die Videobeschreibung. Und diese 6 Fragen möchte ich jetzt einmal kurz abarbeiten. Und danach sage ich vielleicht noch irgendwas zum Spiel hier oder so. Mal gucken. Also, die erste Frage lautet: Wie bist du zum Zocken gekommen? Um es mal ganz banal auszudrücken, eigentlich durch meine Mutter. Ja. Das hört sich ein bisschen bescheuert an, das ist aber so, denn sie hatte damals schon Spiele selbst so am Laufen und dann hat sie mich da so mal ein bisschen rangeführt. Und dann habe ich so gemerkt, hey, das macht doch eigentlich Spaß. Selbst ein bisschen was zu spielen. Und dann kam irgendwann so der Gedanke, das mal auch für mich alleine zu machen. Und wie das dann halt so ist, ich denke, bei den meisten hat sich dann so im Laufe der Zeit die Sammlung dann automatisch erweitert. Dann die zweite Frage: Mit welchem Alter hast du dein erstes Game gespielt? Das ist, das ist halt schon lange her, deswegen ist das mit dem Erinnern so eine Sache. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass es so im Alter von 5 oder 6 Jahren gewesen sein muss. Viel früher kann es eigentlich nicht gewesen sein. Och, Rooney, triff doch mal. Dass die Abwehr manchmal Schwierigkeiten hat, war auch hier. Auf jeden Fall so mit Anfang, ja, Anfang des Grundschulalters, kann man sagen. Und damit verbindet sich dann auch gleich die nächste Frage: Was war denn deine erste Konsole? Ja, das war ganz einfach der PC. Ja, also da weiß ich jetzt auch nicht, was ich da groß noch zu erklären muss oder soll. Eigentlich muss man dazu nichts sagen. Hoppala. Später kam dann noch als erste mobile Konsole der Game Boy Advance dazu. Aber den zähle ich jetzt mal so nicht dazu. Also war eigentlich schon der PC, ja. Dann, was war dein erstes Game? Auch hier muss ich sagen, das ist schwierig. Meine Erinnerungen daran sind wirklich nicht mehr die besten. Aber ich glaube, dass es Harry Potter und der Stein der Weisen für den PC war. Upsala, falsche Taste gedrückt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte auch, wer sich noch an die Serie Hugo erinnert, es könnte auch ein Teil aus der Hugo-Serie gewesen sein.
Also es war keins von denen, da ich ja jetzt kein so typischer Zocker bin mit Ego-Shooter, RPG, Hack'n'Slay und so, habe ich halt nicht wie andere so mit der Pokémon-Serie oder irgendwas ähnlichem angefangen, sondern ich glaube, entweder es war Harry Potter Teil 1 eben oder Who. Aber das weiß ich leider nicht mehr sicher. Dann die nächste Frage. Man muss teilweise echt aufpassen, dass man die Antwort nicht vorwegnimmt, weil die Fragen sich teilweise doch ziemlich ähneln. Was war dein erstes Game, das du von deinem eigenen Geld gekauft hast? Ja, ich weiß nicht genau, wie präzise ihr das haben wollt, Leute. Och, den darf man auch mal machen, Rooney. Ich hab's jetzt mal in zwei Kategorien unterteilt. Denn ich habe ein Spiel von einem Kumpel gekauft, das war, glaube ich, definitiv das erste. Das war das Spiel Autobahn Raser. Und das erste, was ich jetzt so im Fachhandel mir zugelegt habe, war, glaube ich, FIFA 2004. Müsste so gewesen sein, ja. Warum spielt er jetzt so weit zurück? Das müsste es soweit gewesen sein, eigentlich, ja. Vielleicht war es auch. Ja, vielleicht war es sogar Harry Potter Teil 1 oder Teil 2. Wie gesagt, da möchte ich mich nicht genau festlegen, aber FIFA dürfte so der. Ja, das offensichtlichste. Das gewesen sein, woran ich mich noch eben am besten erinnere. Und dann als Abschlussfrage. Was ist deine Lieblingsmusik? Erstmal zum Kettenbrief. Ich weiß nicht genau, was für eine Relevanz diese Frage jetzt unbedingt hat. Passt nicht so richtig zum Rest. Aber okay. Nun, ich muss sagen, ich höre, ja, eigentlich schon einiges. Allerdings möchte ich das hier auch nochmal differenzieren. Und zwar in das, was ich höre, wenn es angemessen ist, und das, was ich wirklich mal gerne höre. Also da erstmal das, was angemessen ist. Mag eine etwas merkwürdige Formulierung sein, aber es geht mir vor allem um Disco-Mainstream-Musik, die ich damit meine. So Jason Derulo, Usher und House, Elektro-Hip-Hop. Das höre ich zum Beispiel, wenn ich in der Disco unterwegs bin oder auf einer Party. Da habe ich dann kein Problem damit, weil ich finde, das ist Musik, die unter anderem auch für Partys oder für Disco gemacht wurde und deswegen gehört es auch dahin. Und dann habe ich auch kein Problem damit, wenn es dem Anlass angemessen ist. Gucken wir uns das mal an. Es ist ein einziges Gegurke bisher. Aber das ist eben keine Musik, die ich jetzt wirklich gerne höre oder so, wenn ich zu Hause bin. Da gehört das nicht hin. Die Musik, die ich wirklich gerne höre oder meine Lieblingsmusik eben sind Bands aus dem Genre Rock, Punkrock, Metal, Heavy Metal, Hardrock und Metalcore. Ja, kann man den so beschreiben. Bei manchen Bands finde ich es etwas schwierig, deren Musikstil zu beschreiben, weil sie ihren Musikstil manchmal von Album zu Album leicht variieren. Was eine Bestimmung dann entsprechend schwierig macht. Als Beispiele nenne ich jetzt einfach mal, man muss das zwar nicht machen, aber wenn, dann mache ich das schon recht ausführlich. Also als Beispiel könnte man eigentlich nennen Green Day, Rise Against, Billy Talent, Sum 41, System of a Down, Oomph, Rammstein und Avenged Sevenfold. Habe ich was vergessen? Ach ja, Linkin Park und Rhythm Temptation. Ja. Das sind so die Musikbands und Musikrichtungen, die ich präferiere und die ich auch wirklich gerne höre. Das teilt sich natürlich nicht mit allen Leuten auf der Welt, das ist selbstverständlich. Aber das ist ja auch nicht so tragisch jetzt unbedingt. Ja.
Das waren soweit die 6 Fragen. Finde ich eigentlich eine ganz witzige Aktion mit diesem Tag. Dass man dann so ein bisschen auch mal Kanäle nimmt mit weniger Abos oder so, dass man dann einfach mal... Das ist eigentlich eine Art Werbung, so dass man darauf aufmerksam macht, hey Leute, da sind andere Leute, die können das auch. Nette Aktion. Ich meine, so viel halte ich jetzt eigentlich nicht von Kettenbriefen, da ist man ja von den sozialen Netzwerken ein bisschen vorbeschädigt. Aber das ist ja jetzt irgendwie, das ist ja was anderes. Das ist nicht wie, schicke das an 10 Leute oder du wirst sterben. Sowas ist das ja nicht. Das ist eine Interaktion. Und wie gesagt, die Kanäle findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut sie euch unbedingt an. Tut mir den Gefallen. Und deswegen lege ich auch Wert darauf, dass dieses Video hier angeschaut wird. Die anderen Playlists, das ist mir nicht ganz wichtig, aber das hier dann schon. Ja, endlich mal. So. Das soweit zum Taggen. Ob ich jetzt noch was zum Spiel sage? Ja, also... Mit Controller ist das natürlich wesentlich angenehmer als mit Tastatur. Da die Steuerungssymbole alle für den Xbox-Controller ausgelegt sind. Ja, Leute, heute noch. Rune gegen den Rest der Welt? Nee, doch nicht. Und ich habe ja bereits das Testvideo zu FIFA 09 hochgeladen. Da habe ich ja ganz dezent deutlich gemacht, dass mich dieses Spiel nicht so begeistert. Hier weiß ich es noch nicht. Es gefällt mir auf jeden Fall besser als FIFA 09. Auch wenn es nur so ein paar Dinge gibt, die mich ein bisschen verwundern. Aber es ist auf jeden Fall besser. Es hat meiner Meinung nach eine etwas bessere Grafik. Auflösung detaillierter ein bisschen das Ganze. Ja, und die Steuerung ist einfach besser. Und vor allem ist hier mal endlich direktes Passspiel möglich. Das ist halt ein ganz großer... Das ist halt ein Punkt, der das Ganze für mich doch erheblich angenehmer macht. Denn immer wieder Rücksicht zu nehmen und dann die Passsequenz abbrechen zu müssen, das kotzt doch nach einer Zeit an. Schade, den hätte ich vielleicht auch bekommen können. Aber hat wohl nicht sollen sein. Allerdings, manchmal reagieren die Spieler etwas merkwürdig. Also, wenn das halbe Tor leer ist, zielen sie trotzdem auf den Torhüter. Das, ja, verstehe ich noch nicht so ganz. Aber es wird ja seine Gründe haben, ne? Hat doch alles seine Gründe. Ist doch alles im Sinne des Spiels. Ist doch im Sinne von uns allen. Ja, wie ich den mal echt hier schon gestoppt habe, er ist kaputt, aber macht ja nichts. Na, der. Hä? Ich wollte doch sagen, also der war doch fett abseits. So fällt mir jetzt eigentlich nicht mehr so viel ein, hierzu noch zu erklären. Oh, upsala. Ja, das kann mal passieren, das kann mal passieren. Ist doch alles internationale Härte. Och, nö. Gelbe Karte kurz vor Ende, unnötig. Ach, egal. Ja, also das ist natürlich jetzt hier ein totaler Grottenkick, den ich abliefere. Aber ich habe mich jetzt halt in letzter Linie aufs Fragen beantworten konzentriert. Und ihr wisst ja, Männer und Multitasking. Ich kann zwar Scheiße labern und gleichzeitig spielen, aber noch gezielt Fragen beantworten und dann auch noch spielen, das funktioniert nicht. Also, das könnt ihr nicht von mir verlangen. Na, das war einer zu viel. Egal, es ist vorbei.
So, schauen wir uns noch einmal die Statistik an. Ja, das liest sich doch etwas besser. Ich denke, insgesamt war das verdient. Minimaler Aufwand. Ja. Möchte ich sonst hierzu noch etwas sagen? Nein. Wie gesagt, ich hoffe, dass Getagge ist hilfreich. Ich hoffe, diese 6 Fragen haben so einen kleinen Einblick gegeben, wie ich so aufs Zocken gekommen bin. Auch wenn Zocken nur in Anführungszeichen, denn ich bin jetzt keiner von denen, die hier auch mal eine 10-Stunden-Session starten. Aber es war ganz nett. Und bitte, ich erwähne es nochmal. Schaut mal bei den Kanälen in der Beschreibung vorbei. Sonst nehmt die einfach, taggt sie bei euch selbst, was auch immer, damit das Ganze mal ein bisschen verbreitet wird. So, damit ist dieses Testvideo beendet und auch das Getagge, eigentlich ein ganz witziges Wort, wie ich finde. Ich hoffe, dieser kleine Einblick ins Zocken und meine Zockergeschichte hat Spaß gemacht. Und ja, weiter geht es dann mit den üblichen LPs. Ein kurzes Wort möchte ich hier noch einschieben. Warum ich bisher nur Harry Potter und Need for Speed am Laufen habe, hat einen ganz bestimmten Grund. Ich komme im Moment einfach nicht dazu, was anderes zu machen. Selbst jetzt in den Weihnachtsferien war das kaum möglich. Und während des Studiums schaffe ich es einfach nicht, da ich unter der Woche nicht zu Hause bin. Aber sobald jetzt Semesterferien sind, werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich auf jeden Fall noch ein, zwei Projekte irgendwie raushau. Damit ein bisschen was anfangen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Nanu. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Auf jeden Fall nochmal danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.